Du hast gerade gesagt, dass alles okay ist, richtig? Woher weißt du das? Wenn ich die Hai wäre, würde ich sie beschützen. Sie ist ein Schatz für ihn. Ihre bloße Existenz befriedigt ihn. Er wird sie an einem sicheren Ort lassen, während er die Volarisierung vorantreibt. Das bedeutet, dass alles sicher ist, bis die Dämonenanrufung beginnt. Ach, da war ja noch was. Genau, uns bleibt zwar nicht viel Zeit, aber noch ist es nicht zu spät. Deohai hat den Kuhai-Turm zur Festung gemacht, aber da wir vorne keine Chance haben. Meister Susanne, Sie kennen sich damit am besten aus, richtig? Warum arbeiten wir nicht zusammen? So, das war alles Teil des Plans, wie? Ich glaube es nicht. Ihr seid nichts weiter als eure Marionetten. Juri, sowas solltest du nicht sagen. Die Frau Oberleutnant hat die ganze Zeit mit der Einheit am Tempel gewartet und für euch gebetet. Mit Sicherheit. Sie wartete und wartete, glaubte, ihr kämpft zurück. Genug jetzt, Kato. Tatsache ist, dass ich dich benutzt habe. Ich möchte mich dafür entschuldigen. Wenn du meine Freundschaft nicht willst, kannst du mich dann zumindest als Verbündete akzeptieren? Ach, ich habe gerade Platz in meiner Party frei, so vorübergehend. Da könnten wir drüber reden, wenn du gut bist. Juri, ich möchte an deiner Seite kämpfen. Ich will Shanghai zu einer Militärbasis machen, aber das geht nicht, solange Dihai auf freiem Fuß ist. Dihai ist auch euer Feind. Es ist nur logisch, wenn wir gemeinsam gegen ihn vorgehen. Warum willst du mit uns zusammenarbeiten? Es sollte für deine berühmte Armee einfach sein. Warum löscht ihr nicht alles mit eurer Militärmacht aus? Darum geht es nicht, obwohl es viele Leute gibt, die genau das tun würden. Aber ich gehöre nicht zu diesen Leuten. Sollte die Invasion von Shanghai erst einmal beginnen, so wird sie kaum aufzuhalten sein. Eine ungeheure Anzahl von Leuten würde in den Kampf ziehen und viele würden sterben. Das Beste ist, dem Rädelsführer den Garaus zu machen, bevor die Funken des Krieges ein Inferno entzünden. Wie poetisch. Das wäre wahnsinnig praktisch für Sie, nicht wahr? Eher schlage ich mich auf DUIs Seite, als dass ich Japans Pläne zur Einnahme von Shanghai unterstütze. Meister Susanne. Ich habe keine Lust mehr von Lakaien für diesen und jenen. Ich habe keine Lust mehr, den Lakaien für diesen und jenen zu spielen. Wenn die japanische Armee in Shanghai einmarschieren will, soll sie doch. Erst mache ich Teohai fertig, dann sie. Tja, Kawashima, vielleicht bin ich nicht so schlau wie sie, aber ich weiß trotzdem, was zählt. Willst du damit sagen, dass ein gemeinsamer Kampf nicht möglich ist? Hör zu, ich habe momentan nur zwei Ziele. Ich muss Alice retten und die Volarisierung stoppen. Unterschätze Deohai nicht. Wenn du einen Alleingang wagst, wirst du ihm in die Falle gehen. Es ist mir egal, ob es eine Falle ist. Ich habe mir geschworen, Alice zu beschützen, koste es, was es wolle. Du bist ein Dummkopf. Leute wie sie, die ihr Leben bis ins Kleinste verplanen, werden mich nie verstehen. Danke, dass sie uns gerettet haben. Tschüss. Wenn die Dämonenanrufung tatsächlich stattfindet, ist es müßig, über Japan zu diskutieren. Da hat er recht. Können wir ihn einfach gehen lassen, Frau Oberleutnant? Es wird schon gut gehen. Unlogische Leute können einfach so schwierig sein. Gato, ist so getan immer noch nicht wieder da? Jawohl, Frau Oberleutnant. Er wollte gleich zurück sein. Ich sehe mal nach. Ach, warte, Kater. Gib ihm den Schlüssel für das Yangwang-Tor. Frau Oberleutnant, sind Sie sich sicher?
Unsere Spione haben hart daran gearbeitet. So ein wichtig... Tu, was ich dir sage. Wir dürfen nicht zulassen, dass Shanghai in Schutt und Asche versinkt. Wir werden unsere Truppen versammeln und die Invasion des Kuai-Turms vorbereiten. Verstanden? Verstanden, Frau Oberleutnant. Bitte warten Sie hier. Ich kümmere mich darum. Warte, Sunny Boy. Du kannst nicht alleine losziehen. Das stimmt. Du kannst wirklich nicht den zurücklassen, der dich durch die Hölle führt, weißt du? Das weiß ich. Ah, manchmal ist ja schon süß. Ich habe keine Lust, da reinzugehen. Das war ein Speicherpunkt. Gut, was machen wir jetzt? Wo müssen wir hin? Kann ich hier raus? Kann ich. Tempelruin. Aber ich möchte mal gucken wegen Einkaufen. Ja. Ich habe ja so viel Zeug jetzt verschwendet. Wo kann ich einkaufen bei dir? Ach du Schande! Ich mach besser den Laden dicht und zieh Leine, bevor die japanische Armee einläuft. Da vom Rumstehen packt sich das Zeug nicht ein. Oh, Bar. Gehen wir mal in die Bar. Konnte ich da was kaufen? Ich weiß es nicht mehr. Nein, aber ich konnte eine Cutscene bekommen. Super. Okay, ich habe es gut versteckt. Herein, wenn es kein Schneider ist. Was ist los? Sind sie komplett verrückt geworden? Ach, wer ist das denn jetzt? Major Kutsugi? Major Kutsugi? Spreche ich denen jetzt? Die gleiche Frage möchte ich Ihnen stellen, Leutnant Tsukutani. Oh ja, das macht Eindruck. Major Kutsugi! Ich hatte befohlen, Kawashimas Aufenthaltsort sofort zu melden. Wollen Sie meine Spione reinlegen? Nein, natürlich nicht. Ich habe Oberleutnant Kawashima noch nicht gefunden. Genug der Lügen. Ich übernehme das Kommando für Shanghai auf direkten Befehl der kaiserlichen Hauptstadt. Sie waren mit Kawashima in Wuhan, nicht? In Tokio könnte sie wegen Verrats anklagen. Sie sind ein guter Soldat. Sagen Sie mir, wo sie ist. Ich frage nur einmal. Ich weiß nichts. Und die Frau Oberleutnant hat keinen Verrat geplant. Sie hat viele wichtige Details unterschlagen und ist ohne Genehmigung der Hauptstadt los. Das sehen Sie nicht als Verrat? Auf jeden Fall. Die Wahrheit wird bald ans Licht kommen, sobald meine Soldaten diese Stadt umkrempeln. Auf Wiedersehen. Das hörte sich nicht gut an. Ich hoffe, er hat einfach nur die Tür laut zugeschlagen. Hi, Yuri. Schön, dich wiederzusehen. Viel zu viele Frauen. Ich hasse Frauen. Wie war's? Habt ihr den weißen Tiger? Nun. Ach, danke, Rückblende. Ausblende. Ich verstehe. Aber wir müssen froh sein, dass alle wieder gesund zurück sind. Ja. Erzähl mal, Zen. Wie stehen die Dinge hier in Shanghai? Ich spüre eine gewisse Unruhe in der Stadt. In der Tat, die japanische Armee hat was vor. Die Truppen wurden verstärkt. Hey, wie kommen wir denn in den Kuai-Turm? Wissen Sie, wir müssen... Wenn Sie es wissen, müssen Sie es mir sagen. Vor 15 Jahren hat die Yuhai alle Eingänge in den Turm zerstört, bis auf einen, das Yawang-Tor. Die Tür ist sehr stabil und fest verschlossen. Sie ist verschlossen?
Da kannst du doch bestimmt was machen, Susanne. Wenn man nur einen Entriegelungszauber benötigt, ist das eine ziemlich leichte Übung. Das Diamantchovy. Danke, Mr. Zen. Dafür sollten wir ja einen Schlüssel kriegen, Freund. Kawashima, Gott, ich bin so müde. Na? Die japanische Armee ist überall. Verflixt normal, da braucht man einen gesunden Durst. Du bist immer noch eine Frau. Männer haben keine Brüste. Erst ab 200 Kilo. Und sie tragen keinen Dutt. Als ob du je einen Grund zum Austrinken bräuchtest. Wo er recht hat, hat er recht. Ach, unser schwuler Akupunkteur. Oh, du musst zu Zen besser machen. Ich werd doch wahnsinnig mit ihm. Ich hatte gehört, die Show soll so toll sein, aber dieses Mädchen war ja recht fade. Wie enttäuschend. Akupunkturbehandlung gefällig oder eine Moxiboxierung? Ja, für Susanne bitte. Ich halte das mit ihm nicht mehr aus. Ist Angriffsstärke. Ja, dann werden die Dinger noch kleiner. Ja, natürlich. Wie viel hat er jetzt aktuell? Nein, nein, nein. Ja, komm. Hier. Das und, das ist teuer. Gut, vielleicht nur so. Wenn ich ihm das Lasso gebe, sind die Trefferdinger ja auch gleich wieder größer. Aber das ist so teuer. Und am Ende finde ich einen Stab, wo es dann eh gleich... Halt, hör auf! Ich stehe nicht auf sowas. Nein! So, das wäre erledigt. Hoffentlich hat es genauso Spaß gemacht wie hier oder so. Okay. Bei den anderen beiden bin ich eigentlich soweit zufrieden. Kann ich bei dir was kaufen? Hallo? Viel Glück, Juri. Ja, danke. Kann ich bei dir was... Nee, du siehst nicht aus wie jemand, der was verkauft. Kann ich hin? Nein, das hatte ich, glaube ich, schon mal ausprobiert. Oh. Soldaten? Was zum... Dieser Ort wimmelt nur so vor japanischen Soldaten. Innerhalb von 2 Minuten. Kann ich dich? Ich kann ihn berühren. Okay. Juri! Ich spreche schon wieder so. Schrecklich. Was geht da vor? Ist dies der Beginn der japanischen Invasion? Nein, das ist furchtbar. Einfach furchtbar. Sie sind ein erwachsener Mann. Reißen Sie sich zusammen. Was ist denn los? Was ist passiert? Ja. Oh, okay, hat doch nicht die Tür laut zugeschlagen. Leutnant Sugitani, bitte sagen Sie, dass es Ihnen gut geht. Ihm geht's blendend. Ich meine, das bisschen Blut, die paar Tropfen. Kato, Sie sind gekommen. Wer hat das getan, Leutnant? Wer war das? Kutski, Major Kutski. Er will die Frau Oberleutnant. Hören Sie mir gut zu, Feldwebel. Ich habe sie versteckt. Die Kostbarkeit. Ich habe sie auf dem Boot versteckt. Sagen Sie das. Gib die Info an Juris Truppe weiter. Hast du verstanden? Bitte sprechen Sie nicht weiter, Leutnant. Ich schicke sofort einen Sanitäter und ich glaube, der Satz mit Juris Truppe hätte Sugitani sagen sollen. Weil so ergibt das gerade keinen Sinn. Lassen Sie mich, Feldwebel. Die Frau Oberleutnant, beschützen Sie sie. Wir haben keine Zeit mehr. Gehen Sie. Ich überlasse alles Ihnen. Leutnant Sugitani! Was für ein brutales Spiel.
Aha. Diese Leute sind also hinter Kawashima her. Aber was in aller Welt ist das wertvolle Objekt, das Leutnant Sugitani uns geben wollte? Er sagt, er hat es auf seinem Schiff versteckt. Er hat ein eigenes Schiff? Ja. Bitte, holen Sie es sofort. Ich muss zu Frau Oberleutnant zurück. Okay, sobald wir das Ding haben, gehen wir zum Gasthaus zurück. Bis dahin bleiben Sie hier. Kapiert? Ja. Ich habe Halsschmerzen.